Willkommen zurück bei Alan Wake. Wir gehen aufs große Finale zu, sind jetzt unten im Cauldron Lake im See. Und hier sind einige Sachen, die wir anleuchten können. Thermoskanne. Ne, die Vögel möchte ich nicht anleuchten. Telefon. Das war's. So. Ich mache jetzt einfach mal alles hier. Einfach nur draufhalten. Wir brauchen nicht mal mehr konzentrieren. Und da ist der Weg. Weiter geht's. Ich verlasse dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alan? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Ich hatte mich über den Ozean Nein, geschrieben. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an! Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an! Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Wir haben auch keine Waffen mehr. Wir haben nur noch die blöde Taschenlampe. So, die Brücke zur Divers Isle. Du bist nicht Barbara! Tom, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte bünde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin! Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst. Ich machte die Hütte real, das machen wir jetzt auch. Voller Dunkelheit. Wir müssen auf jeden Fall Licht in das Herz bringen. Weg von mir, alte Hexe! Wo bin ich? Ich will weg! Alice? Alice, ich komme! Ihr Mann hat sich geweigert, den Befehlen zu folgen. Er musste nur das schreiben, was... Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Mir fehlt das Herz. Ich bin viel älter als Sie. Älter als ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Klick. Ich konnte Alice' Gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne.
Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Zurück ins Licht. Alice? Ah! Alice? Oh nein! Spulen wir gerade alles zurück? Das war's jetzt doch nicht, oder? Was ist mit Ellen? Ja, Schwester. Es ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Ja, das war Alan Wake. Ich bin mit dem Ende jetzt gar nicht zufrieden. Ich meine, gut, auf der einen Seite hat er sich quasi geopfert, um seine Frau zu retten, aber Alter, was ein Spiel. Also, ich muss sagen, ich fand's großartig. Es hat mich zwar ziemlich gestresst und ich war auch ziemlich angespannt. Und ich glaube, ich werde für Major Tom von David Bowie wahrscheinlich definitiv einen Claim kriegen und muss wahrscheinlich gleich Musik entfernen. Das ist natürlich jetzt richtig toll von Remedy, dass sie diese Musik hier eingepackt haben. Ich hoffe, ich quatsche jetzt noch genug. Ja, wie gesagt, das Spiel war großartig. Wir haben über 40 Folgen, glaube ich, geschafft, wenn ich mich richtig entsinne. Mich würde natürlich interessieren, wie fandet ihr die ganze Story? Also stellenweise war es richtiges Mindfucking. Da hast du erst gedacht, jetzt geht's in die Richtung, dann geht's wieder komplett in die andere Richtung. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Mal schauen, was als nächstes kommt. Ich habe auf jeden Fall schon ein kleines LP vorbereitet, ein kleines Indie-Game. Ein etwas, ja, was für ein Indie-Game ist es? Es ist ein Indie-Game, was wahre Begebenheiten auch wieder behält. Und ja, ich würde sagen, das war's mit Alan Wake. Bis dahin, euer Tonno. Ich bin raus. Ciao. In the tin.